Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Im Video heute mache ich das Season 11 Kisten Opening. Weil man kann sich ja hier mit harter, ehrlicher Arbeit jede Season Kisten freispielen. Und falls ich jetzt so 2% sarkastisch klinge, das liegt einfach daran, weil die Kisten immer Dreck sind. So, ich weiß, ich mache hier ein Opening und ich weiß, mein Herz wird gebrochen sein. Weil theoretisch kann ich hier zum Beispiel Schwarzmarkt ziehen. Theoretisch, ne, kann ich ab hier diesen Kisten einen titanweißen Octane ziehen. Einfach richtig viel wert. Aber in der Realität ist hier halt nie was Gutes drin. Deswegen gehe ich mit einer sehr lowen Erwartungshaltung hier an dieses Video. Das Beste, was ich hiervon habe wirklich, ist, dass ich einen Trade-Up machen kann. Also die Gegenstände, die ich hier rauskriege, die kann ich eintauschen für bessere Gegenstände. Das ist halt original das Beste, was man machen kann damit. Wieder gut. Aber hey, das ist Tradition, diese Openings zu machen. Das sind immer auch die Videos, wo ich mir denke, ey krass, noch eine Season um. Und ich bin im Rang gar nicht hochgeklettert, sondern eher abgestiegen. Es ist immer so ein bisschen lustig, weil es halt auf und ab geht, ne? Es ist fun. Aber falls ihr natürlich neu seid, dürft ihr uns auch sehr gerne ein Abo da lassen. Habt ihr schon die Kisten geöffnet? Habt ihr was Cooles gezogen? Ich sehe manchmal Kommentare, wo Leute mir sagen, ey, ich habe hier das und das gezogen. Dann werde ich halt ein bisschen neidisch. Aber ihr könnt gerne ein bisschen flexen. Alright. Okay, so, wir haben die jetzt weggearbeitet und ab jetzt, hier ab diesen 24 Kisten, kann theoretisch da ein Port drin sein und ab jetzt kann da was Gutes drin sein. Meine Prediction übrigens schon jetzt. Das ist übrigens aus Rick and Morty hier, dieser Boost. Klingt nicht so, aber es ist halt wirklich daraus. Das ist aus Staffel 2 mit diesen Moonman oder was. Da, wo Rick and Morty noch gut war. Zwei Exoten. Nee, komm. 7 im Port, ein Schwarzmarkt. Ich sag einfach, ich krieg einen Schwarzmarkt. 7 im Port, ein Schwarzmarkt. Das werde ich hier rauskriegen. Ich habe noch nie übrigens Schwarzmarkt hier rausgekriegt. Ich habe bis jetzt alle Kisten geöffnet, die man öffnen konnte als Saisonbelohnung. Wirklich alle. Noch nie einen Schwarzmarkt gekriegt. Deswegen wird das jetzt interessant. Aber ein Opening. Ich habe auch gesehen, dass ich vielleicht ein paar Opening-Challenges machen soll. Weil es gibt jetzt ja diese Trophäen. Bin ich nicht abgeneigt. Aber halt dann nicht, wo ich 100 zu öffne. Oh, erst Import, sondern nur ein paar Bubbles. Okay. Das ist aus dem Grund, dass wenn da jetzt wirklich irgendein lackierter Octane drin ist, dann sehe ich das ja. Weil dann steht da nicht ein Pfennig, sondern steht da ein Octane. Das ist klug, vertraut mir. Bekommen wir jetzt? Hier steht jetzt ein Dominus. Aber es ist dasselbe Prinzip. Ich habe gesagt, 7 Importen. Das wird vielleicht ein bisschen schwer. Könnte ich denn vielleicht Trade-Up-mäßig was... Okay, alternativ wäre ich auch zufrieden mit 3 exotischen Gegenständen. Da könnte ich mir Black Market herstellen. Aber selbst das ist unrealistisch. Also es kann sein, dass das hier ein sehr trauriges Video wird. EKG, oh mein Gott. Gab mal eine kurze Phase, da war Himmelblau davon irgendwie 1000 Credits wert. Ja. Bringt nichts. Bringt nichts. Aber ich habe ja auch generell das Gefühl, dass die Seltenheit... Oh! Schwarze Falco-Reifen. Glaube ich nichts wert, aber schwarze Lackierung ist immer nice. Und ehrlich gesagt, die sehen recht geil aus. Ich habe ja das Gefühl, dass die Seltenheit runtergestuft wurde für gute Gegenstände. Weil früher in den Openings habe ich zumindest häufiger meinen Import gekriegt. Und jetzt zum Beispiel, ich kriege ja null Import. Ich kriege Nitros mit einem komischen U. 11 Kisten habe ich noch. Und ich habe bis jetzt einmal Import gekriegt. Für Leute, die schlecht in Mathe sind, mal kurz als Erklärung, das ist nicht gut, wenn ich 7 Import haben möchte, dass ich erst ein einziges habe. Dominus Schlangenhaut, ich sag's jedes Mal, aber von den sehr seltenen Skins ist es eine der besten. Dankeschön, Spielimport. Powershot. Nämlich, ganz ehrlich, über Import kann man sich immer freuen, weil 5 Import kannst du uptraden, zu exotisch. Und ich habe jetzt schon zweimal Import. Wie gesagt, ich wollte, was habe ich gesagt, 7. 27, ne? Ich wollte 27 mal im Port haben. Ich werde auch am Ende natürlich ein Spiel machen. Also wir werden auch hier Gameplay sehen. Ich krieg eine Taube. Tauben sind coole Tiere. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ich finde Tauben ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ich kann verstehen, dass manche Leute Tauben mögen. Aber ich finde Tauben sind irgendwie anstrengend. Tauben und Möwen, echt nervig. Übrigens, ich habe übrigens auch mal, glaube ich, also auf meinem Zweitkanal, aber ich habe auf jeden Fall mal ein Video gemacht, da habe ich alle Vögel bewertet. Ich habe eine Vögel-Tierlist gemacht. Habe ich das hier gemacht als Stream? Aber ich habe das auf jeden Fall gemacht, das war kein Fiebertraum. Doch, habe ich, safe, habe ich gemacht. Videos irgendwo jetzt verlinkt. Import. Wir kriegen nochmal Powershot, wo man auch sagen muss, ja Bullshit. Daran merkst du doch auch, dass nicht alle Import-Gegenstände die gleiche Seltenheit haben. Das ist eine okaye Basis. 4-mal Import, let's go. Sentinel, habe ich schon mal benutzt. Das ist jetzt nicht komplett neu, ne? Habe ich noch nie benutzt? Okay, gehen wir jetzt zu den cooleren Gegenständen. Und zwar zu den sehr seltenen Wurps. Ab hier ist dann halt das Schlechteste, was ich kriegen kann, sehr selten. Und passt auf, was ich jetzt ungefähr 6-mal kriegen werde, sehr selten. Das ist halt einfach... Die Kisten hier sind einfach da, um eins zu verspotten. Weil du denkst, oh krass, ich kann hier Import kriegen, exotisch kriegen. Du kriegst aber einfach zu 99% sehr selten, was auch nochmal der Beweis ist. Oh, Import, nice. Es ist auch nicht die Chance von 30%... Okay,
Da müsst ihr eigentlich meinen, ne? Du hast die Chance von 33,33333% für alles Mögliche, ne? Was sind drei Sachen, die kommen können? Aber in der Realität ist es halt sehr häufig so, dass du einfach nur selten kriegst. Okay. Kaum sage ich, das kriege ich Import. Venom. In Rot sogar. Okay, gib mir nochmal Import und ich werde nie wieder was Kritisches über diese Kisten sagen. Nie wieder, wenn ich jetzt importe. Okay, nevermind. This is amazing. Vielleicht nicht alle, aber hier die sehr seltenen Kisten, die sind goated. Wie kann das denn sein? Die waren immer Dreck. Jetzt kriege ich Import, nochmal Import. Okay, jetzt nicht. Aber was ist denn mit den Kisten los? Was ist denn hier los? Seit wann taugen die was? Die waren doch immer scheiße. Okay, ja, so wie die jetzt sind. Das habe ich erwartet häufiger. Wie gesagt, ich glaube die... Ja, okay, gut. Weil ich glaube, die Import, die ich gesagt habe, habe ich schon jetzt fast gekriegt. Ne? Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 7 Mal Import gekriegt. So, ab hier kann nämlich was richtig, richtig Geisteskrankes drunter sein. Funfact, was hier drunter ist, ist übrigens ein Octane. Kann man sehen von der Form so ein bisschen. Finde ich, ist ein lustiger Funfact. Okay, boom. Come on. Komm mal, bitte. Ich habe wieder mal gelernt, es ist dumm, sich hypen zu lassen. Ah, Mist, ich kann immer noch nur zwei hier von. Eins, zwei. Okay, warte. Eins, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ah, ich bräuchte noch zwei. Stell ich einfach mal was Exotisches her. Kann ja auch was Nices sein. So. Die Reifen sind stabil. Ich mach mal das weg. Das weg. Die Reifen sind auch stabil. So, und jetzt haben wir halt das Dumme, dass mir fehlt ein exotischer Gegenstand. Und dann könnte ich meinen Schwarzmarkt-Gegenstand herstellen. Es ist so krass, was für ein Downfall einfach das Dortmund-Video überlebt hat, ne? Seit ich das Dortmund-Video habe, geht's original nur in eine Richtung, und zwar abwärts. Es ist ganz lustig. Ich war ja wirklich Champion 2 Liga 3 und das stabil. Das Dortmund-Video hat mich so gebrochen anscheinend. Holy. Berline Haaland. Ich würde weinen, wenn ich Diamond 3 bin. Zieh mit Double Committed einfach. Ist auch gut. Aber ich darf mich auch nicht beschweren, dass der Double Committed, weil das ist halt ein absoluter Drecksrang, wo ich bin. Ich verstehe beide aber auch nicht. Ist das der einzige Wagen, wo die Hinterreifen größer sind als die Vorderreifen? Ich habe das vorher noch nirgendwo gesehen. Es ist ein ganz lowes Niveau. Es ist richtig traurig, dass ich hier bin. Verdient, by the way. Keine Frage. Verdient, aber halt trotzdem traurig. Nice. Okay. Hole ich jetzt einfach schnell einen Sieg hier mit dem Wagen. Die spielen 40 Sekunden und er fragt, ob der eine geboostet ist. Okay, nice. Immerhin ist es jetzt ein schneller Sieg, um am Ende des Tages nicht Diamond 3 zu werden, weil das wäre wirklich zu hart. Er sagt, sorry, okay, ich habe einen vernünftigen Teammate gekriegt. Mach die mal weg. Open net. Ich würde ihn auch nicht machen, by the way, wenn er Teammate nicht macht. Ich hätte ihn auch nicht gemacht, ich hätte den auch gechoked. Deswegen kein Stress-Team mit. Also ich weiß nicht, ob ich ihn gechoked hätte, aber die Chance besteht. Dass sie ihn noch nicht aufgegeben haben. Zumindest eine wirkt so gebrochen schon nach... Wir geben jetzt auf. Ohne nachzugucken hat der Wagen übrigens relativ sicher eine Plank-Hitbox. Okay, ich verstehe, warum die nicht aufgeben. Und zwar der eine will weiterspielen. Der eine hat nämlich aufgehört zu spielen und der andere chased wie ein Wilder den Ball. Ja, aber finde ich den jetzt gar nicht furchtbar, den Teammate, den er so hart cold-blooded hat. Weil jetzt geht es halt einfach darum, Zeit von der Uhr zu nehmen, ne? Gehen wir raus der Runde. Beleidigt den Teammate vorher. Okay, Liga 2. Wenn wir ja zwei Siege sogar. Was geht denn da ab? Ganz ehrlich, ich will es wieder nicht künstlich in Länge strecken. Geht es halt ein bisschen kürzer. Dass ich am Ende kein Trade-Up machen konnte für einen Schwarzmarkt, ist auch ein bisschen traurig. Ich mach mal kurz einen riskanten Trade-Up. Das sind nämlich Gegenstände, die ich nicht brauche, nicht möchte. Nämlich doppelt zum Beispiel einmal. Den nehme ich auch nochmal. So, und wenn ich jetzt Pech habe, kriege ich einen Gegenstand aus einer völlig falschen Season. 3 von 5 ist die Chance, die ist gut. Oh. Und jetzt irgendwelchen... Aber es ist... ist zu riskant. Aber jetzt... das ist zu riskant, dass ich da halt Scheiße kriege. Aber gut, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Die Openings sind immer ein bisschen traurig. Kann ich nichts für. Sorry. Bis dahin, Leute. Und ciao.